Wir starten wieder mit einer kleinen Eilmeldung, auch wenn wir momentan ziemlich hinterherhängen. Aber keine Sorge, ich bin schon dabei, die nächste lange Meldung vorzubereiten. Die Redaktion ist am Start. Und ich habe ein Thema entdeckt, bei der Berliner Zeitung dürfte das gewesen sein, was einmal mehr einen neuen politischen Irrsinn auf die Tagesordnung setzt. Ja, mal kein Zombie-Wahnsinn. Aber es geht, wie so oft in letzter Zeit, um die Tankpreise. Ihr wisst, an den Zapfsäulen wird nach wie vor mehr als 2 Euro abgedrückt für einen Liter Kraftstoff, egal ob Diesel oder Benzin. Zeitweise waren die Preise sogar bei 2,40 Euro. Und es wurde spekuliert, wie lange es wohl dauert, bis die Tankpreise auf über 3 Euro klettern. Was ja genau das ist, was die Grünlinge gerne hätten. Nun haben selbst die Grünlinge mitbekommen, das könnte ein bisschen sozialen Unfrieden geben. Das würde uns ja dann auf den Deckel fallen, weil jetzt sind wir ja keine Opposition mehr. Jetzt sind wir ja die, die verantwortlich sind, wenn die Leute unzufrieden sind. Die dann, wenn die Leute der Politik aufs Dach steigen, dann steigen sie den Grünlingen aufs Dach. So als Opposition kann man ja rumpluppern von wegen alles ganz, ganz schlimm und Weltuntergang. Wenn man aber selber für verantwortlich ist und die Machtposition gern behalten würde, dann ist es eine denkbar ungünstige Situation, die Leute gegen sich aufzubringen. Selbst den Grünlingen ist aufgefallen, mehr als 2 Euro an der Zapfsäule ist vielleicht nicht die allerbeste Idee. Und letzte Woche wurde ja groß vom Tankkostenzuschuss geredet, hat sich ja der Lindner hingestellt und versprochen oder angekündigt, dass es umgehend eine Entlastung geben muss, die folgendermaßen ausschauen sollte. Lindner wollte, dass ein Rabatt verrechnet wird an der Zapfsäule direkt an der Kasse. Wie hoch der Rabatt sein sollte, das wussten sie alle nicht so genau. Waren mal 20 Cent im Gespräch, dann hieß es auch mal 30 oder 40 Cent. Es wäre ein bürokratisches Monster geworden, denn die Tankwarte, die Tankstellenbetreiber hätten bei der Abrechnung an der Kasse in Vorkasse gehen müssen, hätten also den Rabatt an der Kasse abziehen müssen, um das Ganze dann anschließend bei den Finanzbehörden wieder geltend zu machen. Sie hätten also erstmal ins Minus rutschen müssen, hätten den Leuten einen Rabatt verrechnen müssen, der für den sie aufkommen, den sie auslegen, um sich das Geld dann anschließend, wenn die Finanzbehörden großzügig sind, ihr wisst ja, wie das mit den Novemberhilfen war, um sich eben jenen Rabatt, den sie selbst erstmal von ihrem Geld gezahlt haben, danach wiederzuholen. Ja, die Tankstellenbetreiber sind natürlich Sturm gelaufen dagegen, muss man auch wirklich sagen, da haben sie recht an der Stelle, das ist bürokratischer Wahnsinn. Wäre deutlich einfacher, schlichtweg die Steuern zu senken, aber das wollen sie natürlich nicht. Und es gab ja auch den ein oder anderen Ideologen, besonders aus der Grünlinksfraktion, der sich aufgeregt hat, oder so eine Linke war es, dass es sozial ungerecht wäre, ein Tankrabatt, denn es fahren ja mehr Männer Auto als Frauen. Und deswegen wäre es ja unfair, Geschlechtergerechtigkeit und so, weil die Männer ja dann entlastet werden würden und die Frauen aber weniger davon hätten, weil die fahren ja seltener Auto. An der Stelle würde ich mal hinterfragen, Moment, warum fahren denn die Frauen seltener Auto? Vielleicht, weil sie in vielen Fällen deutlich unselbstständiger sind. Da wäre es aber dann sinnvoller, dafür zu sorgen, dass die Frauen vielleicht ein bisschen mehr an Selbstständigkeit zugewinnen und ebenfalls mobil, individuell mobil unterwegs sind. Aber nein, man darf ja nun keinen Tankrabatt durchsetzen, denn es wäre ja dann wegen der Geschlechtergerechtigkeit nicht fair. Ja, wie gesagt, man sorgt dafür, dass die Frauen genauso eigenständig mobil sind, dann kommt denen das genauso zugute. Aber müssen wir jetzt nicht drüber reden, denn nun ist eine neue Idee auf dem Tisch. Der Tankrabatt ist erstmal weg. Kriegt kein Hahn mehr danach. Und jetzt hat Hubertus Heil, der sogenannte Arbeitsminister, der wahrscheinlich auch noch nie einen Tag in seinem Leben gearbeitet hat, nun hat der Heil eine weitere Option vorgeschlagen, wie man denn die Leute entlasten könnte, nachdem man sie abgezockt hat, wohlgemerkt. Abzocken tun sie trotzdem, aber von dem, was abgezockt wird, soll dann ein kleiner Teil zurückgegeben werden. Und das Kind bekommt jetzt den Namen Mobilitätsgeld. Ganz ähnliches Prinzip, es muss mal wieder jemand in Vorkasse gehen, um sich dann anschließend die Auslagen zurückzuholen. Das soll nun halt funktionieren, indem der Arbeitnehmer mit seinem Gehalt auf 3 Monate befristet, ist noch keine Gesetz- und noch keine Beschlussvorlage, das kommt in den nächsten Tagen. Aber es soll erstmal so funktionieren, dass der Arbeitgeber mit dem Gehalt 50 Euro Mobilitätsgeld auszahlt, also es ist nach Einkommen gestaffelt. Wer unter 2000 Euro verdient, soll 50 Euro pro Monat Mobilitätsgeld bekommen, wer zwischen 2 und 3000 verdient, soll 35 bekommen und wer über 3000, zwischen 3 und 4000 verdient, soll 20 Euro bekommen. Direkt übers Gehalt ausgezahlt, wofür der Arbeitgeber in erster Linie einspringen soll, und anschließend dann über die Lohnsteuer, also weniger Lohnsteuer zahlen soll, um sich das Geld dann wieder zurückzuholen. Also auch hier bürokratischer Irrsinn, werden sich die Arbeitgeber sicher drüber freuen. Wird aber nun so verkauft als große soziale Errungenschaft. Ja, das Erste, was mir eingefallen ist, okay, es soll mit dem Gehalt verrechnet werden oder ausgezahlt werden, nicht verrechnet. Was ist denn mit Leuten, die keine Angestellten sind? Die gucken in die Röhre. Jeder, der irgendwo selbstständig ist, vielleicht gerade auch irgendwo im Lieferdienst unterwegs ist, gerade mobil oder Logistik oder so, die es ganz besonders betrifft, die fallen nämlich durchs Raster. Die haben davon erstmal gar nichts. Ja, so kann man die Kosten drücken. So, was heißt die Kosten drücken? Es ist ja nur ein weniger abzocken. So kann man den Kreis derer, die abgezockt werden, möglichst nur
nur geringfügig drücken. Also man kann halt mehr abzocken, als wenn man den Rabatt an der Zapfsäule verrechnen lassen würde. Geschickt eingefädelt, oder? Man will jetzt also die Leute damit einlullen, ja, ihr sollt jetzt ein Mobilitätsgeld bekommen für 3 Monate, nämlich maximal 50, minimal gar nichts, oder zwischen 50 und 20 Euro. Und das sollt ihr ja dann die Mehrkosten kompensieren damit. Und es sind ja sowieso immer die bösen Mineralölkonzerne, die dran schuld sind. Sie langen ja unanständig zu. Die Mineralölkonzerne haben deutlich mehr Recht zuzulangen bei den Gewinnen als ihr, lieber absurdistanische Gier. Das nur so am Rande. Wer über 1 Euro abzockt an Steuern und Abgaben, den er sich in den Arsch blasen lässt, ohne zutun, dass er irgendwas am Produkt, dass er irgendwas zum Produkt beigetragen hätte, der sollte vielleicht nicht mit dem Finger auf andere zeigen, denn hier mag ja sein, dass die Mineralölkonzerne jetzt auch die Gewinne abgreifen wollen. Ja, was macht denn ihr die ganze Zeit? Wer hat denn als Erster abgezockt? Also, jetzt haben wir eine Abzock. Jetzt haben wir die Quadratur des Kreises, die Quadratur des Abzockkreises. Aber es ist schön, wie sie jetzt sagen, ja, die Mineralölkonzerne zocken euch ab. Ja, genau genommen habt ihr zuerst abgezockt. Und dass die sich jetzt ein Beispiel an euch nehmen, das ist ja gut. Vorbildwirkung. Das macht es nicht besser, aber es ist absolut nachvollziehbar, dass die Mineralölkonzerne jetzt halt auch schauen wollen, wo sie bleiben. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Es soll nun also die Mehrkosten kompensieren. Ich habe das mal durchgerechnet. Wenn man von Berufspendlern ausgeht, die ja nun aktuell am härtesten davon betroffen sind und da zugrunde legt, dass ein Berufspendler etwa 400 bis 500 Kilometer pro Woche zurücklegt. Ich habe jetzt mit 20.000 pro Jahr gerechnet. Also einfach nur mal so ganz, ganz einfach runter, ohne jetzt besondere Einzelfälle in Betracht zu ziehen. Ich habe jetzt einfach so den Durchschnittswert von 20.000 Kilometern pro Jahr genommen. Wären 400, ich glaube 16 Kilometer pro Woche, etwas über 400. Wenn man einen Arbeitsweg hat von knappen 100 Kilometern hin und zurück, also nicht pro Strecke, sondern pro Tag. Wenn ich nach Berlinistan fahre, habe ich übrigens 180 Kilometer hin und zurück. Na, nicht ganz. Ich habe so knapp, na, mit allem 200 Kilometer habe ich, wenn ich das abrutsche. Aber ich fahre nicht jeden Tag nach Berlin. Ich kenne aber viele, gerade hier im Speckgürtel in Berlin, die haben durchaus 50 Kilometer einfache Strecke Arbeitsweg, teilweise sogar mehr. Zwischen 50 und 100 Kilometer ist im Speckgürtel von Berlin ein absoluter Durchschnitt. Bedeutet, die fahren pro Tag zwischen 100 und 150 Kilometern. Wenn sie das 5-mal die Woche tun, kommen sie auf, nehmen wir jetzt einfach nur die 100 Kilometer, damit das leichter zu rechnen ist, kommen sie auf 500 Kilometer pro Woche. Wenn man dann mal überlegt, was man so in eine Tankfüllung reinbekommt, ich habe einen 55-Liter-Tank, ich komme mit meiner Tankfüllung zwischen 600 und 700 Kilometern, je nach Witterung und Fahrweise und so. Also grob gesagt so 650 Kilometer, ich tanke immer so bei 600 nach, das ist meistens schon ganz gut, aber ich würde es auch noch 700 schaffen. Heißt also, man käme, jetzt von meinem Auto aus gesehen, das hat einen relativ durchschnittlichen Verbrauch, man käme also mit einer Tankfüllung eine knappe Woche oder eine Woche und noch 1 oder 2 Tage hin. Wenn ich nun aber für 2,40 Euro tanken muss, was vor 2 Wochen hier der Fall war, wenn ich für 2,40 Euro tanken muss, zahle ich fast 50 Euro pro Tankfüllung mehr. Wenn ich für 2,16 Euro, die aktuell tanken muss, statt für 1,35, was der normale Durchschnittswert wäre, habe ich immer noch Mehrkosten von etwa 35 Euro pro Tankfüllung. Also einfach nur obendrauf der Obolus, wo der größte Batzen des Geldes in die Taschen der absurdistanischen Gier geht. Selbst wenn ich 50 Euro Mobilitätsgeld bekommen würde, was schwierig ist, weil ich ja nun Student, also ich bin ja jetzt nicht irgendwo angestellt, ich bin ja mehr oder weniger gewerbetreibend unterwegs, also ich könnte das gar nicht über, ich kann mir mein eigenes Gehalt haben, also verstehe das selber. Also selbst wenn ich angestellt wäre und 50 Euro pro Monat bekäme, würde das kompensieren, die Mehrkosten von einer Tankfüllung und ein paar zerquetschten Litern, also nicht mal 2 Tankfüllungen. Wenn man aber Berufspendler ist und täglich hin und her fahren muss, muss man Minimum 2, eher 3 Mal pro Monat tanken. Also man zahlt, je nach Tankpreisen, runden wir mal auf 30 Euro mehr Kosten aktuell. Dann müssen wir jetzt nicht die 15. Oder sagen wir mal, man hat aktuell 25 Euro mehr Kosten pro Tankfüllung. Heißt, bei 2 Mal tanken wären das 50, das 3. Mal wären schon 75. Wenn man noch ein 4. Mal tanken muss, wenn man richtig viel fahren muss, wären wir schon bei 100 Euro mehr Kosten. Worauf ich hinaus will, ist, die Kompensation, die nun angeboten wird, die als Bürokratiemonster mal wieder kommt und die Arbeitnehmer in die Pflicht nimmt, die das dann irgendwie am Ende noch verrechnen sollen und sich das dann über Lohnsteuerausgleich zurückholen sollen, damit sie weniger Lohnsteuern abführen. Die Arbeitgeber haben einen exorbitanten Mehraufwand und es wird, wie auch bei diesem tollen Tankrabatt, lediglich an der Oberfläche gekratzt. Die exorbitanten Mehrkosten sind nach wie vor vorhanden. Die Leute werden also abgezockt. Wie das Beispiel vom letzten Mal, man nimmt den Leuten mehr als 1 Euro weg und gibt ihnen dann 20 Cent wieder. Und dafür sollen sich die Leute bedanken. Und hier sieht man, hier haben wir fast eine identische Entwicklung. Gut, 50 Euro kann man sagen, ja, das lohnt sich. Aber je nachdem, wie hoch die Tankpreise noch gehen, ist das relativ schnell weg. Die Mehrkosten pro Monat werden davon nicht aufgefangen. Und ob das dann das Kosten-Nutzen-Verhältnis sonderlich ausgleicht, das müsst ihr selber drüber nachdenken.
Es klingt für mich so ein bisschen nach Geldumverteilung einmal mehr. So nach einem Placebo. Man grenzt erstmal die Zielgruppe maximal ein. Es dürfen ja sowieso nur die und die und die, also nur die Angestellten, die das dann vom Arbeitgeber bekommen sollen. Die, die wirklich hart getroffen sind, die oft eben selbstständig unterwegs sind, Kurierdienste und sowas, die profitieren davon überhaupt nicht. Im Gegenteil, die gucken ganz platt ausgedrückt in die Röhre. Die sind halt einfach die Angearschten. Dann kommt der ganze Wahn der Abrechnungsabstrusitäten dazu, wo auch noch nicht klar ist, was das für Probleme nach sich zieht, wie die Firmen das denn überhaupt verbuchen sollen, ob dann vielleicht der Firma ans Bein gekackt wird, weil hatten wir ja bei den tollen Hilfsgeldern. Und dann am Ende kommt bei raus, naja, von den Mehrkosten sind jetzt vielleicht 20-30% abgefangen. Also ist ja schön, aber ihr merkt, die Leute werden abgezockt, kriegen ihr kleine Stöckchen hingeworfen, was für einen Heidenaufwand sorgt. Und dafür sollen sie sich dann gefälligst bedanken. Schreit für mich nach massiver Verbrauchertäuschung. Man will ja was Gutes tun, man will ja die Leute entlasten. Wenn ihr die Leute entlasten wollen würdet, würde das machen wie in anderen Staaten, nämlich Steuern senken. Im besten Fall sogar streichen. Dafür sorgen, dass nicht die Arbeitgeber oder die Tankstellenbetreiber in die Pflicht genommen werden, da irgendwo was vorzuschießen, sondern dass ihr gar nicht erst so heftig zulangt, wie ihr es normalerweise tut. Das wäre die einfachste, die praktikabelste, sofort umsetzbare Lösung. Wäre überhaupt keine große Problematik. Jetzt kommt mir nicht mit, aber dann stimmt der Staatshaushalt nicht mehr. Bullshit. Es geht ja um Mehreinnahmen durch eben jene Steuerabzockereien. Ist ja nicht so, dass die auf irgendwas verzichten würden. Die nehmen ja aktuell deutlich mehr Steuern ein, besonders über die Mehrwertsteuer, als das normalerweise der Fall wäre. Mehrwertsteuer ist prozentual. Heißt also, wenn die Kosten höher sind, profitiert die absurdistanische Regierung davon. Kriegen sie mehr Geld in die Steuerkassen gespült. Und wenn sie davon eine entsprechende Senkung veranlassen würden, dass sie bei plus minus null landen, also genauso viel einnehmen, wie sie vorher auch schon hatten bei niedrigeren Preisen, würde ihnen nichts entgehen. Aber das ist so eine Thematik, die habe ich in der absurdistanischen Presse bisher noch nicht so richtig mitbekommen. Nee, man will so eine Umverteilungsmaschinerie anlaufen lassen, so ein Pseudokommunismus. Wir wollen jetzt aber, also wir müssen euch irgendwie Stöckchen hinwerfen, damit ihr jetzt nicht ganz rebelliert, weil Brot und Spiele und sowas. Und wenn ihr euch keine Spiele mehr leisten könnt, kein Brot mehr leisten könnt, wäre scheiße. Wir müssen also was machen. Wir wollen aber selber eigentlich gar nicht so auf unsere Mehreinnahmen verzichten. Also gucken wir, dass wir euch immer noch einen ordentlichen Batzen abnehmen. Davon kriegt ihr einen ganz kleinen Teil wieder und dann fordern wir von euch, dass ihr euch gefälligst für bedankt. Und das ist wirklich ganz schön verlogen. Aber nicht alle lassen sich von dem Irrsinn einlullen. Besonders in der Logistikbranche wird massivst protestiert. Gestern nun auch in Hamburg eine riesengroße LKW-Demo, hat die Bild-Zeitung drüber berichtet. Offiziell 250 Fahrzeuge, aber zeitweise war es ein mehr als 5 Kilometer langer Lastwagenkorso, der sich seinen Weg durch Hamburg gebahnt hat. Letzte Woche in Berlin ist dann, habe ich euch ja gesagt, da habe ich tatsächlich LKW gezählt, als ich mir die Videos angeschaut habe, weil ich der Presseberichterstattung nicht geglaubt habe. Und nun eine weitere Auflage einer Logistik-, einer Lastwagen-Demo in Hamburg mit einem 5 Kilometer langen Lastwagen-Chaos. Nicht Chaos, Korso, so rum, war ja kein Chaos, ist ja gut, wenn sie es machen. Und dazu muss man auch noch bedenken, die Lastwagen, die meisten waren ohne Aufleger da oder viele waren ohne ihre Aufleger da, also die waren relativ kurz. Und wenn man da einen 5 Kilometer langen Korso zusammenbekommt, das ist schon beeindruckend. Denn was viele immer noch nicht verstanden haben, wenn die Logistik krachen geht, wenn sich niemand mehr Transportkosten leisten kann, dann bleiben die Supermarktregale leer. Dann hat man wieder die Hamsterproblematik, denn wenn die Regale leer bleiben, dann suggeriert das ja eine Knappheit, die in dem Fall dann auch tatsächlich eine echte Knappheit ist. Heißt also, die Leute sind im Panikmodus und hamstern alles weg, was wiederum dazu führt, dass dann letztlich, kommt ja nichts mehr nachgeliefert, dass dann ein echter Mangel besteht, der dann die Panik noch zusätzlich befeuert. Ist also ziemlich ungemütlich, wenn die Logistik wegfällt. Und ja, der Supermarkt ist das eine, es ist ja im Prinzip alles verknüpft. Wenn die Logistik krachen geht, wenn sich die Unternehmen, die Speditionen keine Fahrten mehr leisten können, keinen Transport mehr leisten können, ist die gesamte Industrie vor dem Aus. Just-in-Time-Lieferketten, also zur richtigen Zeit muss das richtige Produkt ankommen, die haben fast alle kaum noch Lager. Wenn das Produkt aber nicht ankommt, dann steht die Produktion still. Wenn die Produktion still steht, kann die Firma keinen Umsatz generieren, kann dann entsprechend die Beschäftigten nicht mehr bezahlen. Werden also ebenfalls Arbeitsplätze zunichte gemacht. Da sollte man möglicherweise auch von Seiten der Grünen mal ein klein wenig die Synapsen anstrengen, was es eigentlich bedeutet, wenn man ein Land auspresst wie eine Zitrone, beispielsweise über die Kraftstoffpreise. Denn unsere lieben Grünlinge, unsere ideologischen, es tut mir leid, Sonderpfosten, die denken ja wirklich nur von 12 bis mittags. Die stellen sich hin und erzählen, man muss ja nicht so viel Auto fahren, ihr könnt ja mal Lastenrad fahren, ihr könnt ja auch einfach mal mit der Eselkutsche losgondeln. Was diese Leute aber nicht bedenken, die gesamte Logistik ist auf Kraftstoffe angewiesen, die gesamte Industrie ist es. Eben die Industrie ist wiederum der Garant für den absurdistanischen Wohlstand, also Wohlstand in Anführungszeichen. Wenn also Kraftstoffe nicht mehr finanzierbar sind,
sorgt es dafür, dass die Industrie in die Knie gezwungen wird und da hängt alles dran. Liebe Grünlinge, auch eure Diäten, wenn man das überhaupt noch als Diät bezeichnen will, das ist ja schon Zynismus vom Feinsten. Aber das sind so Zusammenhänge, das verstehen die Leute wirklich nicht. Die kapieren nicht, dass, damit im Supermarkt was zu essen in der Tiefkühltruhe liegen kann, ein LKW fahren muss. Kommt mir nicht mit Schienen, nicht jeder Supermarkt hat eine Schienenanbindung, ist also Irrsinn an der Stelle. Aber das ist ja so ein Dauerbrenner, da haben wir schon 100.000 Mal drüber geredet. So, kommen wir erstmal zum Ende. Wisst ihr Bescheid, nun soll ein Mobilitätsgeld ausgezahlt werden. Ja, viel Freude mit dem tollen, großen Mobilitätsgeld, was de facto lediglich dafür sorgt, dass ihr ein klein wenig, also ihr werdet nicht weniger abgezockt, nee, ihr werdet ein kleines bisschen weniger zusätzlich abgezockt, als es normal schon der Fall ist. Und dafür bedankt euch jetzt gefälligst. Naja, wir reden nachher nochmal ausführlicher.